Und ich hoffe, ihr hört mich überhaupt, weil es ist extrem windig. Und ja, jetzt ist übrigens ein neuer Vlog. Heute ist Samstag. Heute ist bereits mein vorletztes Wochenende. Ich habe die ganz letzten zwei Wochen jetzt nicht gevloggt, weil ich krank bin. Ich halte aber jetzt mal 19 Uhr und dann bin ich wirklich mit vloggen. Ja, wir sehen uns. Und dann geht es auch schon bald nach Hause. So, mittlerweile ist der ganze Tag auch schon vergangen. Also ich habe nicht viel gemacht. Ich lag nur im Bett, habe Videos geschaut. Irgendwie ist mein Magen komplett voll. Also ich habe ein richtiges Füllegefühl. Trotzdem geht's jetzt Abendessen. Ich weiß gar nicht, was wir so da haben. So, für uns gibt es jetzt die Reste von gestern. Wir hatten gestern einen Wildschweinbraten. Dazu einfach Brötchen mit Avocado und Tomatensauce und Gemüseweise Ketchup. Jetzt gucken wir alle Twilight und ich glaube den Teil sogar mit der Hochzeit. Also mega, mega schön. Und dazu gibt es jetzt noch Karamell-Popcorn, weil meine Schwester arbeitet ja in einer Schokoladenfabrik, wo es auch noch ein paar andere Sachen gibt. Und sie hat mir Karamell-Popcorn geschenkt. Also das ist wirklich halt Popcorn mit Karamell. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich sowohl Popcorn als auch Karamell liebe. Und daher ist diese Kombination einfach viel gemacht für mich. Heute ist Sonntag und mittlerweile ist es auch schon kurz vor 17 Uhr, glaube ich, oder 16 Uhr oder so. Und Connor und ich gehen jetzt ein bisschen einkaufen, weil wir heute Abend Steak machen wollen. Und dafür brauchen wir noch ein paar Sachen. Und deswegen gehen wir jetzt schon einkaufen. Auf so einem richtig schönen großen Hügel, den ich jetzt auch ein Stück rauf laufe. Weil Connor wollte eigentlich mit mir jetzt, also Lauras Freund, also der Freund meiner Schwester oder eher Verlobten schon, wollte jetzt eigentlich mit dem Auto hier so nur einmal rumfahren. Und jetzt sind wir leider stecken geblieben, weil es zu matschig ist. Deswegen steht er jetzt da drüben. Und da könnt ihr mal schon ein bisschen die Aussicht sehen. Und ich laufe jetzt hier das Stück hoch. Und dann mal sehen, was ich für eine Aussicht habe. Okay, ich weiß gerade nicht, ob ihr mich hört, weil es extrem windig ist. Aber oh mein Gott, schaut euch bitte diese Aussicht an. Zu Hause und jetzt machen wir gleich Abendbrot. Also man hätte erstmal noch kurz den Abwasch und ja, dann gibt es Abendbrot. Wir machen heute Steak, soweit ich weiß. Connor und ich sind jetzt auf dem Weg in den Norden und ich weiß nicht genau, was wir da machen, aber ich dachte, ich komme einfach mal mit und nehme natürlich auch die Kamera mit, um euch ein bisschen alles zu zeigen. Thank you.
sind jetzt da, wo Connor arbeiten muss. Also sind ja hier in den Norden gefahren wegen seiner Arbeit. Er ist ja Imker. Und er ist jetzt hier gerade bei einem Ehepaar und macht gerade die ganze Zeit seine Arbeit. Und die waren sind voll nett und haben mich reingebeten. Und ich habe vorhin Tee bekommen und jetzt warte ich noch auf Connor. Und ja, nachher gehen wir gleich noch Burger essen. Und dann mal sehen, was wir heute noch machen. Aber ich denke, wir werden nachher dann nur noch nach Hause fahren, weil wir haben jetzt knapp 2 Stunden hergebraucht. Und es ist jetzt irgendwie schon 3:30 oder so. Und deswegen werden wir, glaube ich, erst dann zum Abendbrot zurück sein. Und jetzt machen wir uns auf den Weg zurück und halten natürlich noch irgendwo an, um was zum Abendbrot zu essen, beziehungsweise ein frühes Abendbrot. Und zwar essen wir, glaube ich, gleich Burger und darauf freue ich mich ganz richtig. Okay, kleiner Zwischenstopp noch am Strand und oh mein Gott, Leute, schaut euch das an, wie schön es hier einfach ist. So, wir haben jetzt 2 Cheeseburger und Chippies, also Pommes, und das lassen wir uns jetzt schmecken. So, wir sind jetzt auf jeden Fall zu Hause und oh mein Gott, es ist so kalt geworden, deswegen muss ich mir jetzt erstmal was anderes anziehen. Und das Einzige, was ich jetzt noch mache, ist, glaube ich, einfach nur einen Film gucken, weil ich bin auch extrem müde, weil irgendwie hat mich heute die ganze Sonne echt richtig müde gemacht und sowieso war ich schon nicht so ausgeschlafen. Und ja, mal sehen, was ich jetzt für einen Film gucke, aber ansonsten passiert jetzt, glaube ich, nichts Spannendes mehr. Es ist einfach so unfassbar. Heute in einer Woche sitze ich einfach schon im Flieger und fliege wieder nach Hause. Aber gerade bin ich noch am Strand. Und zwar genau da, wo wir auch neulich brunchen waren. Und da gehe ich auch gleich wieder hin und gehe Mittagessen, weil Connor hat mich gerade abgeholt und er muss jetzt noch bis 15.30 Uhr arbeiten. Das sind noch knapp 2 Stunden. Und danach gehen wir fischen und da komme ich mit. Deswegen hat er mich jetzt abgeholt und ich vertreibe mir jetzt hier 2 Stunden am Strand. Und wie gesagt, gehen Mittagessen, weil ich habe echt Hunger. Und ja, mal sehen, was ich ansonsten heute machen werde. Ich habe extra noch ein Buch mitgenommen, damit ich meine Zeit vertreiben kann, weil mein Handy-Akku ist irgendwie auch fast alle. Also ich habe nur noch 36% irgendwie. Und ich habe hier sowieso kein Internet, also bringt mir das sowieso nichts am Handy zu sein, außer Musik hören. Und ja, jetzt gehe ich den Strand entlang und dann werde ich, glaube ich, irgendwas mit Burger essen. Ich habe irgendwie, seit ich hier bin, komplett einen Hunger auf Burger. Das ist irgendwie mein neues Lieblingsessen geworden. Die Küche hat jetzt schon geschlossen, deswegen gibt es keine Burger mehr. Aber jetzt habe ich Pommes genommen und die nehme ich gleich mit, also Takeaway. Und dann setze ich mich raus an den Strand und genieße noch ein bisschen das Wetter, auch wenn es jetzt so aussieht, als würde es anfangen zu regnen, aber mal sehen. So, es sieht jetzt
unfassbar danach Regen aus da hinten. Also ich weiß nicht, ob das rüberzieht, aber da ist komplett alles dunkel. Und deswegen mache ich mich jetzt auf den Weg zu Connor. Das ist seine Arbeit. Beziehungsweise habe ich schon wirklich noch mal getrunken. Und dann esse ich dann erst weiter. Weil es lohnt sich jetzt, glaube ich, nicht nur weiter am Strand zu sitzen und zu lesen. Und dabei zu essen, wenn es gleich anfängt zu regnen. Und dann habe ich nicht so Lust, im Regnen zu laufen. Also gehe ich jetzt schon mal los. Leute, ich habe es geschafft. Ja, knapp 40 Minuten laufen. Durch den Regen habe ich es geschafft. Der Regen war gar nicht so schlimm, sondern eher, dass ich einfach so zu warm angezogen bin, dafür, dass ich dann mehrere Berge hoch und runter gelaufen bin. Aber jetzt bin ich zum Glück da. Und jetzt fahren wir los zum Fischen. Mal sehen, wie es wird. Also ich war noch, ehrlich gesagt, noch nie fischen. Glaube ich zumindest. Bin mir gar nicht mehr sicher. Aber sagen wir so, ich mag keinen Fisch. Also essen ja, aber anfassen? Nee. I think it's going to just ease off that rain a little bit, but it's going to be overcast. And just like rain. Schon mehr, aber nicht alle eignen sich dafür und deswegen haben wir jetzt noch zwei, aber wir fahren noch wieder zurück und das ist einfach so angenehm. Also es war relativ unruhig die See, aber es ist einfach, ich liebe es einfach, wenn es so ein bisschen schaukelt, ich könnte wirklich einschlafen und oh mein Gott, das ist einfach so angenehm. Hat zwar noch ein bisschen geregnet und teilweise echt ein bisschen windig, aber es ist einfach, ich finde es echt extrem entspannt hier. Ich weiß nicht genau, das ist jetzt so, also unser Abendbrot, wir haben hier den Fisch, den wir gefangen haben, wir haben Würstchen, wir haben, was auch immer das ist, weiß ich nicht, irgendwelche Gemüse, angebratene Paprika und Kartoffelbrei. Und ja,
Das ist jetzt erstmal unser Dinner und ich weiß nicht, was wir heute noch machen. Ich denke nicht viel. Aber ja, wir lassen es jetzt schmecken.